Schläge haben mir oder uns auch nicht geschadet. Vielleicht hast du diesen Satz schon mal gehört in deinem Leben. Vielleicht hast du diesen Satz von deinen Eltern gehört. Vielleicht hast du diesen Satz aber von jemand anderem gehört. Und vielleicht hast du diesen Satz auch selber schon gesagt. Wenn das so ist, dann möchte ich dir eins sagen. Und zwar, Schläge haben noch jedem geschadet und haben vor allen Dingen dann auch dir geschadet. Weil Schläge sind das ultimative Mittel zur absoluten Demütigung und Begründung von allen möglichen Formen von Scham, Entwürdigung, Selbstverurteilung, Wertlosigkeit, Bindungsgestörtheit etc. pp. Ich weiß, es gibt die Untersuchungen, die sagen, die Kinder, die geschlagen wurden, waren noch etwas besser dran als die, die komplett ignoriert wurden. Das ist aber, glaube ich, nur ein sehr, sehr milder Trost. Und das sollte auch keineswegs, denke ich, ein Freifahrtschein sein, Gewalt auszuüben gegen Kinder. Auch wenn das natürlich heutzutage verboten ist, wird trotzdem es immer wieder praktiziert. Und das bedeutet nicht, dass das Gegenteil deswegen jetzt richtig wäre, völlig grenzenlose Erziehungsmaßnahmen. Kinder brauchen schon Grenzen und Stabilität und Sicherheit natürlich genauso. Aber das Begrenzen eben durch physische Gewalt, das ist eben ein absolutes No-Go. Und Menschen, die eben selber diese physische Gewalt erfahren haben und die ganze Überwältigung, die damit zusammenhängt, nicht bearbeitet haben, die fangen häufig mit solchen Floskeln an und mit solchen Sprüchen. Und die geben es eben ganz häufig auch an die nächste Generation, wie in so einem Staffellauf, in einem also ungünstigen Staffellauf, eben weiter. Das ist das, was wir auch destruktive Liebe nennen, wo gerade dann diese destruktiven Aspekte von Bindung und Beziehung eben von einer Generation an die nächste weitergereicht wird oder werden. So, und das ist fatal, gar keine Frage. Und es hängt mit einer ganz verqueren und perversen Logik zusammen, nämlich häufig der, dass man sich selbst oder anderen oder den eigenen Kindern das antut, was einem angetan wurde. Und man so insgeheim noch drauf hofft, endlich jetzt die Anerkennung zu kriegen vor den eigenen Eltern. Ne? Weil man jetzt ist man ja genauso wie sie, beziehungsweise siehst du, ich behandle mich oder meine Kinder genauso, wie du mich behandelt hast. Hast du mich jetzt lieb? Fragezeichen. Das geht ja häufig mit einher, so eine ganz kranke, perverse Logik, die eben ganz stark auch mit diesem falschen Selbst zusammenhängt, was Arno Grün immer beschrieben hat. Also das Ausbilden einer leistungsorientierten, falschen Ich-Identität. Und eben parallel, wie gesagt, was ich gerade schon sagte, geht es mit einer enormen Selbstverleugnung, Abspaltung und Scham einher, die eben damit zusammenhängt. Habe ich jetzt in mehreren Videos auch schon beschrieben, weil wenn man einem Kind sowas antut, das Kind hat ja fast keine Möglichkeit zu sagen, es liegt an dem anderen, sondern es muss das ja auf sich beziehen und das tut es auch, um quasi das System stabil zu halten und seine Projektion auf das System. Also das übernimmt quasi aus Liebe die ganze damit zusammenhängende Verantwortung, legt es auf sich und sagt eben, okay, ich muss wirklich so, so, so schlecht sein, dass man mich so und so behandelt. Und es kann ja gar nicht anders sein. Und daraus resultiert dann nämlich hinterher, wie gesagt, die ganze Dynamik, eben von Scham, Ohnmacht, Verzweiflung, mangelndes Selbstbewusstsein, mangelndes Urvertrauen und so weiter. Und das führt dann häufig durchs ganze Leben,
ja, führt das einfach so durch, ne? Und es wird nicht unterbrochen, wenn es nicht bewusst gemacht wird. Und vor allen Dingen auch die ganze da eingefrorene, dorsal-Shutdown-mäßig eingefrorene Energie, wenn die wieder rausgeholt und verendet wird, das ist ganz wichtig. Weil da ist ja natürlich ganz viel Wut auch dabei gehalten und Ohnmacht, Verzweiflung, ja. Und das ist alles im Körper auch eingespeichert und hängt im Leib. Kann sich hinterher zum Beispiel zeigen in Entzündungsprozessen, in Autoimmunerkrankungen und so weiter. Als Autoaggression gegen sich selber. Ja? Das ist auch nochmal ganz wichtig. Und es ist auch egal, ob die Beziehung jetzt zu den Tätern möglicherweise oder diesen Bezugspersonen, die dir das vielleicht angetan haben, ob die heute gut oder nicht gut ist, das ist, oder ob die schon nicht mehr leben. Alles uninteressant, weil in dir lebt es ja weiter. Und diese Instanzen von früher, die hast du ja quasi als Introjekt geschluckt und sie leben eben in dir. Ja, also vielleicht mal eine kleine Anregung, dass diese Gewalterfahrung in jedem von uns was gemacht hat, wenn man sie erlebt hat, und dass sie irgendwie weiter ihr Leben fortsetzen. So im Sinne von Weizsäcker, der Krieg endet nie. Ja, also man könnte das vielleicht ergänzen, solange keiner hinschaut, es endet erst, wenn einer anfängt, Bewusstsein reinzubringen in das, was da passiert ist. In diesem Sinne, schöne Grüße von Jörg Fuhrmann. Du kannst dir gerne die Self-Empower-Broschüre runterladen unten. Ich freue mich übers Liken, Teilen und Kommentieren. Alles Gute und viel Kraft. Tschüss.